Die rechtswidrige Entführung und Verfolgung von Rainer Füllmich. Ohne internationalen Haftbefehl entführten deutsche und mexikanische Behörden Füllmich illegal in der deutschen Botschaft in Mexiko. What the fuck? Mexiko oder was? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community, wir sind wieder back und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Die rechtswidrige Entführung und Verfolgung von Rainer Füllmich. So, ich habe den Namen schon mal gehört, ich kann es aber jetzt gerade nicht richtig zuordnen, deswegen bin ich gespannt, was hier im Video passiert. Ich liebe euch auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken natürlich wie immer unten in die Kommentare rein, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Wichtige Geschichte. Alle Leute, die hier regelmäßig zuschauen und noch nicht abonniert haben, wäre geil, wenn ihr ein Abo da lasst. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den Peter. Füllmich hier den Man, Alter. Ich habe den Namen, den kenne ich irgendwoher. Der hat da, glaube ich, auch Corona-Zeiten auch ein bisschen mit rumgeschwurbelt, wenn ich das so sagen darf. Aber wir gucken mal rein jetzt. Liebe und los. Die Äußerungen in diesem Video sind nicht die Äußerungen von Augen auf Medienanalyse. Es sind die Worte des US-amerikanischen Autoren Greg Rees und werden hiermit von uns lediglich übersetzt und im gesetzlich gesicherten Rahmen der freien Zugänglichkeit von Informationen 1:1 ungeprüft und unkommentiert für dich zur Verfügung gestellt. Es sieht so aus, als ob der deutsche Jurist Rainer Füllmich, der die Covid-Verbrechen gegen die Menschlichkeit bereits im Jahr 2020 erkannt hat, dachte ich mir schon. Bester Mann. Wurde. Füllmich stand an der Spitze eines Projekts, das als zweites Nürnberg bekannt wurde und war Mitbegründer des Corona-Untersuchungsausschusses. Krass. Da war der Wodak auch drin, glaube ich, ne? Mit befragte er etwa 150 Wissenschaftler und Experten aus aller Welt sowie ehemalige Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation. Und ihre Ergebnisse zeigten ihnen, dass die Covid-Maßnahmen die ersten Schritte eines Plans zur Zerstörung regionaler Wirtschaften waren. Bevölkerungen von globalen Versorgungsketten abhängig zu machen und dass sie darauf abzielten, die Bevölkerung zu reduzieren und Weltregierung unter der Leitung der Vereinten Nationen zu installieren. Okay, Freunde, ab jetzt spätestens ist hoffentlich bei den meisten der Zuschauer ein kleines oder auch ein großes Aluhütchen auf dem Kopf, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Wir sind drin. Der Corona-Ausschuss erhielt viele Spenden, von denen sie glaubten, dass sie nicht sicher seien, da in der jüngsten Vergangenheit Bankkonten von mitschuldigen Regierungen beschlagnahmt worden waren. Es wurde Gold im Wert von 1 Million Euro gekauft und aufbewahrt. Zur Finanzierung der Aktivitäten nahmen sowohl Rainer Füllmich als auch Viviane Fischer gesicherte Darlehen auf. At a time of grave risk. Krass, auch international war das Ding, wurde darüber berichtet, war? In einer Zeit, in der das Geld auf unserem Bankkonto in großer Gefahr war, beschlossen wir, sofort zu handeln. Und wir hoben Geld von diesem Konto ab, sowohl sie als auch ich, um es zu retten. Und einer solchen Pfändung zu bewahren, damit wir unsere Arbeit fortsetzen konnten. Denn wenn unser Bankkonto gepfändet worden wäre, hätten wir die Übersetzer, die IT, die Verwaltung und so weiter nicht mehr bezahlen können. Rainers Kredit belief sich auf 700.000 Euro und sollte mit dem Erlös aus dem Verkauf seines Hauses zurückgezahlt werden. Das alles wurde dokumentiert und vom Ausschuss gebilligt. Mitglieder des Corona-Ausschusses trafen sich im August 2022 mit einer Anwaltskanzlei und erstatteten Strafanzeige gegen Füllmich. Okay. Mitglieder des Komitees Justus Hoffmann, Marcel Templin und Antonia Fischer behaupteten, dass Füllmich 700.000 Euro veruntreut habe, den Kredit, den er offiziell aufgenommen hatte. Sie behaupteten, er sei ein gewalttätiger Antisemit und dass er die Möglichkeit hatte, sich vor Beginn des Strafverfahrens zu äußern und dass sie keine Anzeige erstatten würden. Zwei Haftbefehle wurden gegen ihn ausgestellt, von Deutschland und von der EU, ohne Rainers Wissen. Internationalen Haftbefehl entführten deutsche und mexikanische Behörden Füllmich illegal in der deutschen Botschaft in Mexiko. What the fuck? Mexiko oder was? Bruder, was ist denn jetzt los? Anschließend wurde er zum Frankfurter Flughafen geflogen, wo er festgenommen und inhaftiert wurde. Internationale Rechtsexperten bezeichnen seine Verhaftung als illegale Entführung.
Nach den dokumentierten Unternehmensplänen sollte für... Wegen diesen angeblichen 700.000 Euro, wo dann Leute aus seinem eigenen Corona-Ausschuss ihn für angeschwärzt haben, mäßig, oder was? Nichts Kredit nach dem Verkauf seiner Immobilie zurückgezahlt. Gerade, warte mal ganz kurz, Bruder. Digga. Also ich steppe auf jeden Fall nicht in die deutsche Botschaft rein, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. ...gezahlt werden. Doch dieselben Leute, die die Klage gegen Füllmich eingereicht haben, haben diese Vereinbarung sabotiert. In den Verträgen war festgelegt, dass der Gewinn aus der Füllmich-Immobilie auf ein Füllmich-Konto überwiesen werden sollte, damit er das Darlehen zurückzahlen konnte. Doch der Notar, der als neutral und unabhängig vereidigt ist, wies die Käufer an, die 1,5 bis 8 Millionen Euro auf das Konto von Marcel Templin zu überweisen. Damit war es für Rainer unmöglich, das Darlehen zurückzuzahlen. Die Darlehen wurden in transparenter Weise in schriftlichen Verträgen vereinbart. Es gab keine Geheimniskrämerei und das Unternehmen war jederzeit über die Darlehen informiert. Die Beweise, die dies belegen, wurden dem Gericht offiziell vorgelegt. Also nichts Illegales passiert. Entschieden hat, sie zu ignorieren und der Verteidigung einen Maulkorb verpasst hat, damit sie sie nicht erwähnen darf. Die Beweise zeigen, dass Hoffmann, Templin und der Notar sich illegal Zugang zu den Gewinnen von Füllmichs Vermögen verschafft haben. Und nicht nur, dass das Gericht diese Beweise ignoriert, es hat dieselben Personen als Zeugen gegen Füllmich geladen. Ach du Scheiße, Digga. Jetzt müsste man halt mal überlegen, wie das so weit kommen konnte. So. War das von Anfang an ein Komplott? Wollten die den von Anfang an? Waren diese drei Leute einfach nur Agenten von der Matrix, die so getan haben, als ob die in diesem Corona-Ausschuss mit am Start sind, um einfach dann den irgendwie hinter Gitter zu bekommen, weil der zu viel erzählt hat? Also was da dahinter steckt, weißt du, ich meine, das würde mich jetzt interessieren. Hoffentlich wird das hier noch ein bisschen angesprochen. In der Klage... Krasse Scheiße, Digga. ...heißt es, Füllmich hat sich auch dadurch strafbar gemacht, dass er die Goldbarren ohne Zustimmung der Gesellschafter erworben, deren Existenz verschleiert und sie für sich selbst in Besitz genommen hat. Aber auch der Kauf der Goldbarren ist dokumentiert. Sie befinden sich in der Verwahrung und können nur mit den Unterschriften von Rainer Füllmich und Viviane Fischer eingesehen werden. Das geht aus Firmenunterlagen hervor, die der... Den Füllmich kenne ich jetzt. Jetzt kommt mir auch bekannt vor. Ich habe den mal irgendwo gesehen. ...Staatsanwaltschaft nie vorgelegt wurden. Sie wurden jedoch von der Verteidigung vorgelegt und werden vom Gericht ignoriert. Darüber hinaus hat das Gericht zwar die Content von Füllmich eingefroren, nicht aber die 1,8 Millionen Euro auf dem Konto von Marcel Templin. Dieses Konto ist vermutlich immer noch vorhanden und scheint das Schmiergeld für diesen internen Coup zu sein. Das ist ein Coup, wa? Der sagt immer 1,8, obwohl da 1,1 steht. Der Prozess findet jetzt in Göttingen statt und die schlampigen Anschuldigungen des Klägers beginnen zu zerfallen. Ein Reporter bei der Verhandlung sagte, der Fall wurde völlig zerstört und man konnte nur staunend dasitzen. Ein Journalist von Bittl.tv sagte, Rainer wird nicht nur freigelassen, sondern auch entschädigt. Die Leute, die ihm das angetan haben, werden meiner Meinung nach selbst angeklagt werden. Schauen wir mal, Digga. Es sieht... Das Justizsystem ist leider auch nicht frei von Agenten. ...als ob der Gerechtigkeit endlich Genüge getan wird. Produziert in Zusammenarbeit mit The Truth Barrier. Greg Rees berichtet. Krass, Digga, die haben international darüber berichtet, wa? Das ist ein englisches Video eigentlich, was übersetzt wurde. Crazy. Crazy. Warum kriegen wir davon nichts mit, Digga? Warum kriege ich davon nichts mit? Als Main-Schwurbler in Deutschland muss ich das doch eigentlich auf dem Schirm haben, jo? Füllmichi-Vibes, Bro. Füllmichi drin, man, Alter. Füllmichi. Gibt's hier News, Bruder? Vor einem Monat, vor 4 Wochen. Prozessauftakt Göttingen, Anwalt Füllmich bestreitet Untreue. Weil gibt's Neues, gibt's nichts, wa? Ein Monat. Was ist denn da rausgekommen, Digga? Gibt's da schon ein Urteil oder was? Urteil. Geldstrafe für Impfgegner Füllmich. 5.5. Geldstrafe für Impfgegner Füllmich. Digga, was für 5.5? Okay, krass. Falls einer Informationen hat, lass mich wissen, ne? Ob es da schon ein Urteil gibt oder so. Crazy Geschichte auf jeden Fall. Oh mein Gott. Also krass, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Leute, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out.